Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Jetzt der Mann, der neben mir sitzt, kommt. Ja, ich noch mal eine ZDF-Moderatorin. Jetzt eine Frau diesmal. Ja, Margret Illner. Einen schönen guten Abend. Sie sind es, wir sind es auch. Zweites deutsches Fernsehen, Donnerstagabend. Das sind unsere Gäste heute und hier ist unser Thema. Die Wahl zum US-Präsidenten wird vor Gericht entschieden. Für viele keine Überraschung. Mit so einem guten Ergebnis von Donald Trump hatten allerdings die wenigsten gerechnet. Er ist ein Gewinner dieser Wahl, selbst wenn er am Ende nicht Präsident bleibt. Verloren haben die Vereinigten Staaten von Amerika, denn auch ein Präsident Joe Biden würde die tiefe Spaltung des Landes nicht so schnell heilen können. Wir müssen reden. Mit diesen Gästen. Benjamin Wolfmeier, der Sprecher. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Das ist mal energetisch am Anfang. Ja, da geht was. Also, zu wenig Motivation kann man ihr nicht vorwerfen am Anfang. Ja, ja. Es wirkt ein bisschen hart am Anfang. Ja. Ja. Das heißt ein bisschen, es ist krass hart am Anfang. Richtig Druck. Ja, ja. Druck. Ja, da ist Druck drin. Es wirkt auch eng. Ja. Da ist keine Artikulationsbewegung. Komischerweise auch keine sinnvollen Betonungen. Ist alles so. Ja, dazu müsste ich das tatsächlich nochmal hören, um mal die Betonung. Können wir nochmal machen, gerne. Also, es ist tatsächlich so, dass sie auch. Also, sie betont nicht nach dem Sinn. Es ist ein Singsang. Da kann man alles betonen, egal was man macht. Dann kannst du immer so sprechen. Dann ist das immer der gleiche Rhythmus. Da ist es völlig egal, worüber du redest. Da, wir müssen reden. Jonathan, wir müssen reden. Okay, also wir hören es uns nochmal an. Republicans overseas in Deutschland sagt Trump. Einen schönen guten Abend. Sie sind es, wir sind es auch. Zweites deutsches Fernsehen. Einen schönen guten Abend. Sie sind es, wir sind es auch. Ja, einen schönen guten Abend. Sie sind es, wir sind es. Ja, aber das wäre ja auch sofort wieder eine andere Emotion, die dann dabei rüberkommen würde. Ja, es hätte was von Gespräch. Ja, gut, das will sie ja dann. Nee, das will sie nicht. Okay. Das ist ja schon so, also fast generalstabsmäßig, ja. So ein bisschen so eine Ansage. Ja, ja. Da gehen wir jetzt. Das ist jetzt nicht so einladend, sondern es ist schon... Wir müssen reden, darauf läuft es ja hinaus. Ja, und so ist auch natürlich, die Sendung ist ja sehr kontrovers, wird da diskutiert. Das heißt, es geht jetzt auch nicht um eine schöne Moderation, sondern es geht meistens auch um ziemlich heiß her. Insofern passt es vielleicht vom Stil. Naja, dann hören wir es uns mal genau an. Was würdest du denn sagen, was hast du alles da gehört? Also wie gesagt, ich finde es hart. Ich finde es, also die Stimmeinsätze sind hart. Es ist ein eher engerer Klang, Druck ist dahinter, das knarrt. Sie nimmt sich keine Zeit für eine lockere Atmung, sondern es ist alles schon, ja, hektisch fast schon. Ja. Ja, als ob man unter wahnsinnigem Zeitdruck. Ja, genau, es geht, muss zackig gehen irgendwie. Das ist das Gefühl, ist am Anfang auch so zack, 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 zack. Los geht's direkt rein. Ja. Das finde ich übrigens, dass es das zu oft gibt, dass man so Moderatoren hat, die so auf Zeit sprechen, so als ob man jetzt länger brauchen würde, wenn sie das jetzt ordentlich macht. Ich finde so auf dem Radio auch diese Nachrichten oder so, ich denke, boah, so schnell kriege ich das jetzt auch nicht mit. Ich finde auch dieses forcierte Sprechen, dass es unangenehm ist, also dass man so das Gefühl hat, da ist ganz viel... Ja, Anstrengung und Druck dahinter. Ja. Dann finde ich, klingt die Stimme auch nasal, weil aufgrund dieser Engebildung. Ich finde auch, dass es knarrt. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Was mich aber am meisten stört, ist diese sinnbefreite Betonung. Also, dass es eben überhaupt nicht mehr darum geht, was will ich eigentlich sagen, sondern dass man da einfach einem so, ich finde, es ist ein um die Worte um die Ohren klatschen, so würde ich es mal nennen. Mhm. Da gebe ich dir recht, es ist ja keine schöne Begrüßung. Nee, es ist einfach überhaupt keine Begrüßung. Sondern alles läuft ja auf den Schlussclaim hinaus oder Schlussaussage, wo sie sagt, wir müssen reden.
Das ist ihr Ziel. Ja. Und das hörst du aber von Anfang an sozusagen. Ja. Selbst wo sie eigentlich die Zuschauer gehört, ist da schon drin. Aber pass mal auf, wir müssen reden. Ja. Das hörst du von Anfang an. Und würde jemand im Live-Leben so mit dir reden, würde es dir gehen? Ja, also, beziehungsweise ich würde erstmal in so eine Hab-Acht-Stellung gehen und sagen, oh, jetzt. War halblang hier. Ja, schon, oder? Es ist schon das Gefühl, das ich auch hatte, als sie angefangen hat zu sprechen. Und ich dachte, oh, jetzt mal gucken. Ich nehme mich mal lieber zurück. Ja. Ja, also es ist nicht. Da gehst du in deine Bubble. Also entweder ziehst du dich zurück oder du gehst einfach. Also ich würde immer, wenn jemand mit mir so spricht, würde ich sagen, ciao, Kakao. So redet man mit Menschen nicht. Aber es ist nicht einladend, okay. Vielleicht soll es so sein. Sie möchte damit auch wahrscheinlich so ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Es kann schon sein, ja, genau, das glaube ich schon. Es soll. Da soll streiten. Ja, genau. Es darf knallen, es soll brodeln sozusagen, es von Anfang an. Ist gewollte Konfrontation. Ja, absolut, definitiv. Ja. Gewollte Diskurs. Ja. Also, wenn ihr mal wissen wollt, wie man es so spricht, dass andere sich unwohl fühlen, dann sprecht ihr wie Maybrit Illner. In diesem Beispiel. Ich weiß nicht, wie sie sonst spricht, aber... Wie Maybrit Illner in diesem Beispiel. Absolut, ja. Definitiv. Weil einladen ist nicht...